grausame Nachhut kommt zu spät. Sie wird nur noch eine zerstörte Stadt vorfinden. Einmal hatte der römische Kaiser Aurelian die aufmüpfige Wüstenmetropole bereits verschont. Doch kaum ist er abgezogen, erheben sich die Bewohner Palmyras ein zweites Mal, massakrieren die römischen Besatzer und erklären sich für unabhängig. Diesmal gibt es keine Gnade. Palmyra wird geschleift. Man schreibt das Jahr 272 nach Christus. Es mag den Kaiser selbst gereut haben, denn Palmyra trug in vielem die Züge einer griechisch-römischen Stadt. Mit Säulenallee, Thermen und Amphitheater. Die große Oase in der syrischen Wüste. Auf halbem Weg zwischen Euphrat und Mittelmeer. Viele Jahrhunderte lang zogen Karawanen aus Palmyra bis zur Seidenstraße, holten Gewürze, Düfte, Edelsteine und andere Schätze aus dem fernen Osten und brachten sie zur Mittelmeerküste. Dort wurden sie auf Schiffe verladen, die auch den Händlern aus der Wüstenstadt gehörten. Palmyra lag zwischen den großen verfeindeten Reichen der Römer und der Parther und machte selbst in Kriegszeiten mit beiden Parteien Geschäfte. Ein politisch einträglicher Handel. Palmyra blieb weiter eine unabhängige Freihandelszone, als Syrien 64 v. Chr. Römische Kolonie wurde. Architektonisch passte man sich den Zeit- und Machtverhältnissen an. Griechisch-römischer Baustil war angesagt, natürlich mit ein paar orientalischen Schnörkeln. Künste und Handel blühten, der Beginn eines goldenen Zeitalters. Ein neues Stadtzentrum wurde angelegt, im Zentrum der Tetrapylon mit Rosengranitsäulen aus den Steinbrüchen von Aswan. In den Säulenhallen der Agora, des Forums, standen damals 200 Statuen. Steinerne Abbilder der Oberschicht von Palmyra. Im Senat saßen die Vertreter der einflussreichsten Kaufmannsfamilien in römischen Togen und lenkten die Geschicke der Wüstenstadt. Thank you.
das Theater mit einer orientalischen Palastfront als Bühne. Vor dieser Kulisse spielten sich orientalische Dramen ab. Doch die in aramäischer Sprache verfassten Stücke sind nicht erhalten. Anfang des 1. Jahrhunderts nach Christus baute Palmyra einen Tempel im römischen Stil für den höchsten mesopotamischen Gott, Baal oder Be. 200 mal 200 Meter misst die äußere Umfassungsmauer. Rom soll den Bau bezahlt haben, um die Karawanenstadt für den Beitritt ins Römische Reich zu belohnen. Die Römer setzten Baal als obersten der Götter Palmyras mit Zeus oder Jupiter gleich. Aber im Gegensatz zu seinen eher menschlichen Kollegen vom Olymp war Baal eine kosmische Macht. Sein Tempel ist das einzige Gebäude in Palmyra, das exakt nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet worden ist. Baal Shamin hieß der Gott des Windes. Vielleicht haben die Sandstürme seinem Tempel darum weniger anhaben können als dem Grabtempel am Ende der Säulenallee. Alat war die Göttin der Fruchtbarkeit und des Krieges. Ihr Symboltier, der Löwe, hat die Ruinen ihres Heiligtums aus dem 2. Jahrhundert verlassen. Immer aufwendiger und teurer wurde im 2. und 3. Jahrhundert gebaut. In ihrer großen Zeit hatte die Wüstenstadt Autonomie in Steuerfragen. Reiche Händler steckten ihr Geld in Finanzgeschäfte im ganzen Römischen Reich. Doch hinter dieser römischen Fassade blieb Palmyra eine Stadt des Orients. Tadmur heißt sie bis heute bei den Arabern. Eine Besonderheit sind die Grabstätten. Die großen Familien bauten ihren Toten hohe Türme mit Grabfächern für mehrere Generationen. Auch Fremde konnten sich hier einmieten. Selbst wählten als letzte Ruhestätte kunstvoll verzierte Sarkophage, Zeugnis des Alltagslebens, des Reichtums und der Tracht der damaligen Zeit. Der Reichtum bescherte Palmyra auch militärische Macht. Als die Parther Kaiser Valerian schlagen, springt Palmyra dem Römischen Reich bei. Der neue Kaiser ernennt Eudanat von Palmyra zum Statthalter des ganzen Orients. Zu wenig für Eudanats Witwe Zenobia. Die ehrgeizige Herrscherin ernennt ihren Sohn zum Augustus, sich selbst zur Mutter des Kaisers. Zenobia, eine gebildete Frau von legendärer Schönheit. Als ihre Truppen 269 die römische Kornkammer Ägypten erobern, ist für Kaiser Aurelian in Rom das Maß voll. Er zieht selbst in die Wüste, schlägt die vielgerühmten palmyrenischen Kamelreiter und belagert die Oase. Zenobia versucht zu fliehen, wird aber gefangen genommen. Aurelian schont die Stadt, auch um Zenobias Willen, wie er später im Senat zugeben wird. Er stationiert 600 römische Bogenschützen in Palmyra. Zenobia nimmt er mit. Sie soll seinen Triumphzug zieren. Auf halbem Weg nach Rom erreicht ihn die Kunde von einem Aufstand in Palmyra. Seine Bogenschützen seien niedergemetzelt und ein Verwandter Zenobias zum Kaiser proklamiert worden. Sofort macht Aurelian kehrt, marschiert zurück nach Palmyra, nimmt die Stadt ein
und gibt sie zur Plünderung frei. Doch die Perle der Wüste wird nicht dem Erdboden gleichgemacht. Ein paar Gebäude bleiben stehen. Im Jahr 300 wird eine Kaserne gebaut, das Feldlager des Diokletian. Die große, stolze, unabhängige Oase ist nur noch ein römischer Militärstützpunkt. Palmyra wird nie wieder die Stadt, die sie vorher war. Ein Vertrag der Römer mit den Persern lässt die Handelsströme an der Wüstenstadt vorbeiziehen. Später wird Palmyra ein Spielball der verschiedenen Mächte, die da kommen und gehen. Unter den Osmanen schließlich ist es nur noch ein unbedeutendes Dorf unterhalb einer Burg. An die Erbauer der Grabtürme erinnert sich niemand mehr. Sie dienen nur noch als Steinbruch. Die palmenreiche, die große Oase in der syrischen Wüste, die Erinnerung an ihre goldene Zeit ist verblasst. Die Zeugnisse von Macht und Ruhm vom Wüstensand zugeweht. Der größte Teil von Palmyra liegt heute noch begraben und entzieht sich allen Versuchen von Archäologen, Nomaden und Touristen, die Legende um Zenobia und ihre Stadt weiterzuspinnen. Das Theater mit einer orientalischen Palastfront als Bühne. Vor dieser Kulisse spielten sich orientalische Dramen ab. Doch die in aramäischer Sprache verfassten Stücke sind nicht erhalten. Des 1. Jahrhunderts nach Christus baute Palmyra einen Tempel im römischen Stil für den höchsten mesopotamischen Gott, Baal oder Be. 200 mal 200 Meter misst die äußere Umfassungsmauer. Rom soll den Bau bezahlt haben, um die Karawanenstadt für den Beitritt ins Römische Reich zu belohnen. Die Römer setzten Baal als obersten der Götter Palmyras mit Zeus oder Jupiter gleich. Aber im Gegensatz zu seinen eher menschlichen Kollegen vom Olymp war Baal eine kosmische Macht. Sein Tempel ist das einzige Gebäude in Palmyra, das exakt nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet worden ist. Baal Shamin hieß der Gott des Windes. Vielleicht haben die Sandstürme seinem Tempel darum weniger anhaben können als dem Grabtempel am Ende der Säulenallee. Alat war die Göttin der Fruchtbarkeit und des Krieges. Ihr Symboltier, der Löwe,
hat die Ruinen ihres Heiligtums aus dem 2. Jahrhundert verlassen. Immer aufwendiger und teurer wurde im 2. und 3. Jahrhundert gebaut. In ihrer großen Zeit hatte die Wüstenstadt Autonomie in Steuerfragen. Reiche Händler steckten ihr Geld in Finanzgeschäfte im ganzen Römischen Reich. Doch hinter dieser römischen Fassade blieb Palmyra eine Stadt des Orients. Tadmur heißt sie bis heute bei den Arabern. Eine Besonderheit sind die Grabstätten. Die großen Familien bauten ihren Toten hohe Türme mit Grabfächern für mehrere Generationen. Auch Fremde konnten sich hier einmieten. Ahnen aus Palmyra bis zur Seidenstraße holten Gewürze, Düfte, Edelsteine und andere Schätze aus dem fernen Osten und brachten sie zur Mittelmeerküste. Dort wurden sie auf Schiffe verladen, die auch den Händlern aus der Wüstenstadt gehörten. Palmyra lag zwischen den großen verfeindeten Reichen der Römer und der Parther und machte selbst in Kriegszeiten mit beiden Parteien Geschäfte. Ein politisch einträglicher Handel. Palmyra blieb weiter eine unabhängige Freihandelszone, als Syrien 64 v. Chr. Römische Kolonie wurde. Architektonisch passte man sich den Zeit- und Machtverhältnissen an. Griechisch-römischer Baustil war angesagt, natürlich mit ein paar orientalischen Schnörkeln. Künste und Handel blühten, der Beginn eines goldenen Zeitalters. Ein neues Stadtzentrum wurde angelegt, im Zentrum der Tetrapylon mit Rosengranitsäulen aus den Steinbrüchen von Aswan. In den Säulenhallen der Agora, des Forums, standen damals 200 Statuen. Steinerne Abbilder der Oberschicht von Palmyra. Im Senat saßen die Vertreter der einflussreichsten Kaufmannsfamilien in römischen Togen und lenkten die Geschicke der Wüstenstadt. Das Theater mit einer orientalischen Palastfront als Bühne. Vor dieser Kulisse spielten sich orientalische Dramen ab. Doch die Inhalte. Palmyra, die Palmenreiche, die große Oase in der syrischen Wüste. Auf halbem Weg zwischen Euphrat und Mittelmeer. Viele
Jahrhundertelang zogen Karawanen aus Palmyra bis zur Seidenstraße, holten Gewürze, Düfte, Edelsteine und andere Schätze aus dem fernen Osten und brachten sie zur Mittelmeerküste. Dort wurden sie auf Schiffe verladen, die auch den Händlern aus der Wüstenstadt gehörten. Palmyra lag zwischen den großen verfeindeten Reichen der Römer und der Parther und machte selbst in Kriegszeiten mit beiden Parteien Geschäfte. Ein politisch einträglicher Handel. Palmyra blieb weiter eine unabhängige Freihandelszone, als Syrien 64 v. Chr. Römische Kolonie wurde. Architektonisch passte man sich den Zeit- und Machtverhältnissen an. Griechisch-römischer Baustil war angesagt, natürlich mit ein paar orientalischen Schnörkeln. Künste und Handel blühten, der Beginn eines goldenen Zeitalters. Ein neues Stadtzentrum wurde angelegt, im Zentrum der Tetrapylon mit Rosengranitsäulen aus den Steinbrüchen von Aswan. In den Säulenhallen der Agora, des Forums, standen damals 200 Statuen. Steinerne Abbilder der Oberschicht von Palmyra.